eine sehr bekannte Serie geht endlich bei Netflix weiter und viele Anime werden entfernt. Das alles gleich nach dem Intro. Der neue Monat steht vor der Tür, doch was erwartet uns im März auf Netflix? In letzter Sekunde hat der Streaming-Anbieter noch eine große Ankündigung gemacht. Da werden sich auf jeden Fall viele drüber freuen. Bevor wir aber damit beginnen, wie immer gilt, drücke auf den Gefällt-mir-Button, wenn du mehr Videos zu Netflix sehen willst. Und abonniere den Kanal, um keinen zu verpassen. Legen wir aber erstmal mit einer schlechten Nachricht los. Und zwar den Anime, die bald entfernt werden. Nutze also das Wochenende unbedingt aus, denn da sind ein paar echte Knaller mit dabei. Gehen wir sie also mal schnell durch. Einmal wäre dann die zweite Staffel von Code Geass. Staffel 1 wurde schon entfernt. Nun folgt die zweite. Und zwar am 28. Februar. Danach findest du den kompletten Anime bei AOD. Weiter geht's mit Guns. Die Actionserie, wo die Protagonisten um eine zweite Chance kämpfen. Denn mit dieser können sie nach dem Tod wieder ins Leben zurückkommen. Und müssen sich nicht mehr diesen lebensbedrohlichen Prüfungen stellen. Bis zum 28. Februar kannst du ihn noch bei Netflix schauen. Danach musst du ihn dir kaufen. Also schau ihn noch schnell. Das gleiche gilt für Magi, The Labyrinth of Magic, ein Abenteuer-Anime, der mal nicht in Japan spielt, sondern im Orient. Ist also mal was anderes. Oft werde ich nach einer dritten Staffel gefragt. Die wird wahrscheinlich nicht kommen. Aber daran merkst du, wie beliebt der Anime ist. Also schau unbedingt mal rein. Shigatsu wa Kimi no Uso, Sekunden in Moll ist auch ein Muss. Zum Glück gibt es diesen Musik-Anime aber danach bei Wakanim. Und hoffentlich hast du dort eher ein Abo. Denn der Anbieter lohnt sich immer mehr und mehr. Wenn nicht, dann schau ihn noch schnell. Denn diese Drama-Wormit-Serie wirst du so schnell nicht vergessen. Das garantiere ich dir. Für die nächsten beiden Anime hast du noch mehr Zeit. Aber ich würde trotzdem nicht zu lange warten. Einmal wäre da Fullmetal Alchemist, die ursprüngliche Adaption von dem Manga. Hat ein eigenes Ende bekommen. Für viele nicht unbedingt zufriedenstellend. Aber trotzdem sicherlich mal eine nette Serie zum Reinschauen. Gerade um sie mit dem Brotherhood Remake zu vergleichen. Bis zum 19. März hast du noch Zeit. Nachdem die Serie von Netflix entfernt wurde, findest du sie bei Aniverse. Auch ein richtiger Klassiker ist Bleach. Dieser Fighting Shonen wird ja von vielen sehr gemocht. Euphorisch wird somit auch die Fortsetzung erwartet. Denn wer es noch nicht mitbekommen hat, der Bleach-Anime soll weitergehen. Wann ist jedoch noch nicht bekannt. Bis zum 31. März hast du noch Zeit, die Serie zu schauen. Danach gibt es sie bei AOD. Kommen wir aber nun zu den guten Nachrichten. So kann man drei Anime wieder schauen. Gehen wir sie ganz kurz durch. Einmal wäre da Sword Art Online Staffel 1 und 2. Das ist besonders wichtig, denn sonst könnte man den Film nicht schauen. Und auch das Spin-off GGO würde weniger Sinn machen. Außerdem gibt es nun wieder Guilty Crown, der Action-Romance-Anime mit einem Hammer-Opening. Und zu guter Letzt der Film zu Steins Gate, ohne die Serie. Aber damit fange ich jetzt nicht wieder an. Machen wir weiter mit den neuen Anime. So erschien gestern endlich High-Rise Invasion Survival. Über diesen Anime habe ich ja schon häufiger geredet. So findet sich unsere Protagonistin plötzlich auf einem Hochhaus wieder. Und das ist mit anderen Dächern verbunden. Doch zu denen kommt man nur über kleine Hängebrücken. Wenn man dann noch verfolgt wird, bekommt man Panik. Und so beginnt es. Bis jetzt habe ich gemischte Reaktionen gelesen. Einige finden ihn okay, wiederum andere sind richtig begeistert. Schau also mal rein, wie du die Serie findest. Was ich cool finde ist, dass sie gleich weltweit auf Netflix veröffentlicht wurde. Und dann sofort mit deutscher Synchro. Wir mussten also nicht darauf Monate warten. Hoffentlich macht das Netflix öfters. Kurze Zeit später erscheint Tiger and Bunny, der Superhelden-Action-Anime. So geht es bei diesem zwar um echte Helden, doch sie treten trotzdem in einer Fernsehshow auf. Und dies führt immer wieder zu Konflikten. Was ist wichtiger, Menschen zu retten oder eine gute Show zu bieten? Und wie kann man beides kombinieren? Auf jeden Fall eine sehr interessante Serie. Gibt es ab dem 28. Februar bei Netflix. Kommen wir nun zum März. Auch da gibt es einige nice Titel. Ab dem 4. März geht es gleich los mit Pacific Rim The Black. Dieser spielt nach den ersten beiden Realfilmen. Also auf jeden Fall Futter für die Fans. Und die Roboter-Action sieht ganz nice aus. Ob jedoch auch die 3D-Charaktere überzeugen können, müssen wir noch abwarten. Be The Beginning ist dagegen wieder in 2D. Und bei dieser Krimiserie geht es endlich weiter. So mussten wir ja auf die Fortsetzung 3 Jahre warten. Am 18. März ist es dann aber soweit. Wer noch nicht Staffel 1 gesehen hat, kann sie also noch locker nachholen. Was ganz Besonderes ist dann wieder Dota Dragon's Blood. Wie der Name schon sagt, basiert die Serie auf dem MOBA Dota. Ja, ob das was wird, das werden wir wohl gemeinsam herausfinden müssen. Am 25.03. ist es dann soweit. Kommen wir aber nun zu der
aktuelle Nachricht, auf die ihr alle gewartet habt. Ja, es gibt einen neuen Termin. Naruto Shippuden soll am 31. März weitergehen. Vorher wurde die Serie ja schon für Januar angekündigt. Doch dann wurde sie in letzter Sekunde verschoben. Hoffentlich bleibt es jetzt dabei. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Anime soll Netflix sich unbedingt holen? Schreibe deine Meinung doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt mir Button und abonniere nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!